Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Guild Wars 2. Hilfseinsatzarbeiterin Saya, hallo. Jeder hat ein Geheimnis. Jeder hat ein Geheimnis, da könntest du vielleicht recht haben. Wunderschön, nicht wahr? Nach Scarlets Angriff auf die Stadt lag diese Statue in Trümmern. Und jetzt seht sie euch an, schöner denn je. Genau wie Löwenstein. Welche Statue? Welche Statue? Die da? Ich weiß es nicht. Meinst du die? Haben wir uns schon einmal getroffen? Ich habe nach Scarlets Angriff beim Hilfseinsatz an der Blutstromküste mitgearbeitet. Ich bin Saya. Damals allerdings nannte man mich als Simon. Danke für eure Hilfe. Was hat euch zu dem Wechsel bewogen? Scarlet hat binnen kürzester Zeit so vieles zerstört, das führte mir vor Augen, wie kurz das Leben ist und dass wir immer sein sollten, wer wir sind. Das ist sehr mutig von euch. Danke! Eine Mesmerin zu sein, macht es leichter. Passt auf euch auf. Tschüssi. Okay, wo waren wir jetzt noch nicht? Hier, ich glaube, mit denen haben wir noch nicht geredet. Hallo. Irgendetwas zu melden? Seht euch das an. Man würde nicht glauben, dass hier eine Schlacht getobt hat. Geht es euch gut? Ich bin besser dran als die meisten, die im Kampf Gas abbekommen haben. Was ich habe, ist nicht tödlich, sonst wäre ich längst tot, glaube ich. Danke für eure Hilfe. Oh, der Arme. Tut er mir leid. Ich würde kuscheln. Mit denen darf ich nicht reden. Monument der Helden. Eine Inschrift an der Wand listet die Siegreichen auf. Sie kommen aus einer anderen Zeit, von einem anderen Ort. Schaut nach den Namen bisheriger Sieger der Weltmeisterschaft. Erster Platz. Daniel Esports Europa. Zweiter Platz. Vermilion Europa. Sind das richtige Spieler? Ich glaube, das sind richtige Spielernamen, oder? Könnten das richtige Spieler sein? Das hier ist nicht dasselbe. Interessant. Ich möchte noch einmal von vorn beginnen. Ich bin irritiert. Bisheriger Sieger der Pro League. Ihr seht eine Liste bisheriger Sieger. Betrachtet die finalen Teams der Season 1 der Pro League. Ich glaube, das sind richtige Spieler. Okay. Ich bin verwirrt. Betrachte die Namen der autorisierten Showcast-Moderatoren. Sputti, tatsächlich, das sind wirklich Spieler. Okay. Damit ihr wisst, Sputti ist ein deutscher Guild Wars 2 News Channel. Der heißt Guild News auf YouTube. Und das ist scheinbar echt eine Liste von Spielern, die irgendwas mal gewonnen haben. Das finde ich echt cool. Das wirklich, finde ich echt mega cool. Damit habe ich gerade echt nicht gerechnet. Das ist ja voll cool. Menge verewigt im Spiel. Das ist ja voll süß. Ich liebe Guild Wars, solche Dinge. Oh. Oh, das ist schön. Hallo, Löwen. Macht mir keinen Ärger. Garden-Rekrut. Na, seht mal, was die Flut da angeschwemmt hat. Dass ihr hier seid, wird Löwenstein ein bisschen sicherer machen. Seid ihr auf der Suche nach Captain Magnus? Er ist hier irgendwo. Wenn ich ihn brauche, finde ich ihn schon. Okay. Ey, das finde ich jetzt echt mega cool. Da habe ich echt wirklich nicht mit gerechnet. Das finde ich echt übelst
cool. Okay. Kommandeur Kobay Mariner traf auf dieser Brücke oft seinen Vertrauten und ersten Matskikoks, um weiter entfernt von neugierigen Ohren Gespräche zu führen. Okay. Und, ich habe ja erzählt, dass es hier in Löwenstein ein Jumping Puzzle gibt. Also, noch ein drittes. Und, ich habe euch ja das hier und das hier unten schon gezeigt. Und über Löwenstein selbst erstreckt sich ja, wie gesagt, irgendwo hier noch ein Jumping Puzzle. Und, hier ist der Weg zum Jumping Puzzle. Man kann halt mit den Mounts kann man halt einfach überall drüber fliegen, was das Ganze sehr, sehr leicht macht, wie ich ja schon sagte. Und zudem würde das auch sehr, sehr lange dauern, wenn ich das machen würde. Deshalb werde ich das nicht machen, aber das Jumping Puzzle ist halt sehr, sehr, also es dauert sehr, sehr lange und man kann sehr oft runterfallen und muss dann halt wirklich komplett von vorne anfangen. Außer man ist Mesmer. Und da sind hier überall diese Geheimvorräte auf den Dächern. Also es gibt 3 Stück und da bekommt ihr so Schlüssel. Hier. 4 Stück. Braucht man sogar Schlüsselfragment Rolands. Und wir gehen kurz hier hoch, weil hier ein NPC ist. Dieser Ort hat irgendetwas an sich, das einen hungrig macht, nicht wahr? Hm, du sitzt auch auf einen riesigen Hummer. Verdammt. Jetzt, da ihr es erwähnt, ja, ein bisschen. Ich könnte jetzt wirklich etwas mit Butter vertragen. Ein Hummer mit Butter? Ja? Verständlich. Aber wir gehen kurz zu die anderen Sachen einsammeln und dann zeige ich euch, wo die Endkiste ist. Und wir fliegen kurz ein bisschen den normalen Weg so. Und wo war die Kiste hier? Ich glaube hier. Ja, da. Okay. Ich meine, also hier ist halt eine Kiste, hier ist eine Kiste. Wir hatten hier ungefähr eine Kiste. Und ich glaube, die letzte Kiste ist irgendwo hier oder hier gewesen. Ich weiß es nicht wirklich. Aber die Endkiste ist halt irgendwo hier oben drauf oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber egal. So, wir müssen hier lang. Okay, ich weiß den Weg leider von hier aus nicht mehr weiter. Aber wir müssen. Das ist noch ein NPC, mit dem wir reden können. Hallo, oder? Ja, wir dürfen mit ihm reden. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss, runter zu klatschen. Aber es klappt. Seid ihr fremd hier? Hey, was macht ihr hier oben? Das ist mein Platz. Geht und spielt woanders. Ich bin überrascht, überhaupt jemanden hier oben zu finden. Seid ihr hier ganz alleine heraufgekommen? Was meint ihr? Götterhintern. Erwachsene können echt blöd sein. Eure Mutter kann stolz auf eure Geschicklichkeit und Gewandtheit sein, wenn ihr ohne Hilfe hier raufgekommen seid. Ja, ja, ganz wie ihr meint. Wenn das alles ist, würde ich gern da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Also, als ihr mich gestört habt, aber gern doch. Menge das zickiges Kind, Alter. Eure Mutter hat wohl vergessen, euch Manieren beizubringen. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass Respekt verdient werden will und nicht einfach so geschenkt wird. Hört mal, ich habe wirklich wichtigere Dinge zu tun. Eure Mutter wird von eurer Unverschämtheit erfahren, Jüngling. Also gut, was soll ich tun? Und wo soll ich mich verstecken? Hey, wenn ihr fertig damit seid, Kinder zu drohen, dann gehe ich jetzt. Dann geht jetzt mein Freund. Das ist. Ich mag das Kind nicht. Das ist sehr zickig. Okay. Ich weiß den Weg nicht, verdammt. Das ist eine verlorene Ratte. Ich habe noch eine gefunden. Juhu. Dass die sogar auf den Jumping Puzzle drauf sind, das finde ich interessant. Okay. Wo muss ich denn jetzt lang?
Ich weiß das echt nicht. Verdammt. So. Gut, dann gehen wir hier rüber. Irgendwo hier müsste ja die letzte Kiste liegen. Da ist Rolands Truhe. Und da liegt die letzte Kiste, da ist sie doch. So. Gut, dann müssen wir jetzt den Schlüssel zusammenfügen. Und jetzt haben wir Generalschlüssel Rolands. Und jetzt können wir hier oben zu der Truhe von Roland. Aber vorher nehmen wir noch die ganzen Sachen hier mit. Wenn wir schon hier oben drauf sind, nehmen wir das doch gleich mit. Okay, wir haben Paket Salz, woher auch immer. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe kein Scrap-Dingster. Okay, Und ein neues Schwert haben wir, das gefällt mir doch. Jetzt mache ich euch fertig. Ich mache euch fertig. Und nicht du mich. So. Okay. Und hier liegt Roland. Und wir haben ein Kriegshorn bekommen und Handschuhe. Okay. Gut, dann futtern wir das und dann haben wir das hier auch fertig. Und wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ich finde das jetzt voll verschickt, dass die Ratten hier oben auch drauf sind. Wo ist das? Ich muss kurz. Ich guck mal kurz. Also hier im Hafen ist auch eine scheinbar. Okay. Hier haben wir die Gedenktafel schon gelesen. Glaube ich. Ich überlege gerade, wo haben wir. Also ich weiß, wir waren beim Leuchtturm jetzt noch nicht. Waren wir hier schon drin, falls man da reinkommt? Ogerjäger ist auch da unten. Ich guck mal, ob wir da unten schon drin waren. So, nein, da will ich nicht rein. Da will ich hin. Ja, da geht's rein. Okay. Und da ist auch noch eine Herrschaft, mit der wir reden können. Okay, hallo. Aber mit niemandem können wir hier drin reden. Können wir mit dir reden? 4 Lumpenfell. Genau wie ich vorhergesagt hatte, für Schlitzklinge hat sich die Sache rentiert. Wie meint ihr das? Was glaubt ihr wohl, wer von all dem hier profitiert? Die Schwarzlöwenhandelsgesellschaft. Wer denn sonst? Ebon Schlitzklinge ist durch die Zerstörung der Stadt sogar noch reicher geworden. Interessante Theorie. Okay. Ich war schon lange nicht mehr bei den Händler hier. Bis später. Was hallo, kauft der denn schon? Dreimal den gleichen Skin, okay. Aber haben wir mit dir schon geredet, Wirtin Olda? Fort Mariner ist kaum wiederzuerkennen, aber schön zu sehen, dass dort wieder Betrieb herrscht. Stimmt. Okay, da waren wir aber schon drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Was erzählst du mir? Nichts. Nice. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Okay, dann. Da wäre eine Ratte, aber das ist keine weggelaufene Ratte. Ratte, Ratte, Ratte. Fischer. Und Tropenvogel. Ist da unten was? Eine Gedenktafel ist da. Da lesen wir doch mal. Und da ist auch noch eine. Zum Gedenken an den Verlust der Flotte von Löwenstein im Jahre 1256.
N.E. als Saboteure die Schiffe während der großen kretanischen Blockaden in Flammen setzten. Kobay Marina besiegte die Saboteure auf diesem Abschnitt des Strandes. Ich würde echt gerne wissen, was dieses N.E. oder E.N. ich weiß es gerade nicht mehr, bedeutet. Aber ich habe echt keine Ahnung, was das bedeutet. Aber vielleicht weiß die Herrschaft neben mir, was das bedeutet und schreibt mir das in einem Brief. Das wäre toll. So, hier oben ist nichts. Und hier ist eine Gedenktafel. Hier liegen das Wrack der Stolz, die einst die Meere und der Captain Kobay Marina durchprüfte und die Überreste des Schlunds eines untoten Leviathans. So, und ich habe gesehen, wir haben einen Brief bekommen. Nach Exodus. Exodus ist der Zeitpunkt, an dem die Götter Tyria verlassen haben. Hä? Okay. Jetzt frage ich mich ja, weil... Ich behalte das erstmal für mich, so. Ich behalte das für mich. Aber okay. Gut, dann... Ich behalte das einfach für mich. Meint ihr, man darf hier fischen? Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es hier reichlich Warnschilder. Aber ich habe Fische springen sehen, gleich da draußen. Ich hätte heute Abend Lust auf Fisch. Soll ich Schmiere stehen wegen der Löwengarde? Okay. Sieht aus irgendwie wie so ein Kochkleidungsset für weibliche Noren. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Kochkleidungsset ist. Ich würde mal behaupten, nein, aber es sieht ein bisschen so aus. Jetzt könnte das ein Kochkleidungsset sein. Gut, hier ist ein Fischadler. Kids Assistent. Erster Mart Vidus Quetschfeind. Sie ist ein wunderschönes Schiff, nicht wahr? Ja, da haben sie recht. Löwengarde. Luft. Der Friede ist den Kampf wert. Schiffbesatzung. Aber sonst ist hier nichts drinnen. Okay. Phönixhorst. Der Leuchtturm Phönixhorst, ursprünglich Leuchtturm beim Löwentor, genannt wurde... Warte, so. Wurde 1240 nach Exodius erbaut. 1250 nach Exodius neu auf gebaut und 1328 nach Exodius nochmal wieder aufgebaut. Der wird aber sehr oft aufgebaut. Seither leitet er Reisende durch den Nebel in den sicheren Hafen. Okay. Hast du was Schönes zu erzählen? Mein lieber Vater hat den ursprünglichen Leuchtturm, der auf diesen Klippen stand, so gern gehabt. Ich hoffe, ich kann die Leute so inspirieren, wie er es konnte. Dann wird also eine neue Generation Reisende den Weg weisen. Katastrophen mögen uns bis in die Grundfesten erschüttern, doch wir stehen jedes Mal wieder auf und nehmen die Plätze unserer Gefallenen ein. Wie spricht man das aus? Liegt das jetzt gerade an mir? Oder steht da wirklich keine Ahnung was dran? Also scheinbar liegt es nicht an mir, okay. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, was das heißt.
ein keine Ahnung was Zeugnis von der Unverwüstlichkeit eurer Stadt und von Glauben eures Vaters. Menge komisches da steht. Beehret, ich weiß nicht. Das ist mega komisch, das Wort. What the fuck? Okay, gestattet mir euch diesen Segen der Eile der Sechsten zu geben, zum Dank für eure freundlichen Worte. Menge komisch. Menge Quatsch am Schreiben. Aber okay. So. Ups. Mal gucken, vielleicht ist ja oben noch so eine Ratte. Da fehlt was! Irgendwie fehlt aber sehr, sehr viel. Da ist nicht so viel gespawnt. Warte mal. Liegt das an den Einstellungen, die ich habe? Umgebung. Oder Loot-Distanz ist das, glaube ich, oder? Detailstufe ist nicht Umgebung, oder? Also. Warte. Es verändert sich, aber nicht so viel. Okay. Also irgendwie. Dann halt nicht, ne? Dann fehlt da halt die Hälfte. Was ist das? Ein Baum. Okay. Menge komischer Kauderwelsch, den Guildmaster schreibt. Oh Mann. Okay. Oh, Menge Blau. Uiuiuiui. Oh, der Turm hat gepupst. Da hat er schon wieder gepupst. Und da ist eine Taucherbrille. Okay, aber wir genießen die Aussicht. So, ich habe gerade kurz was getrunken. Wo fehlt uns denn jetzt noch was? Ah, da drüben. Okay, natürlich. Da habe ich vergessen. Ich vergesse da irgendwie jedes Mal. Oje, okay. Da muss ich lang, okay. Trauernder, da hat jemand für jemanden verloren. Trauernder. Noch mehr Trauernder. Oh, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Okay. Feld der Gefallenen. Und wir haben Map Clear fertig auf Löwenstein. Das ist schön. Dann, Marina Gedenktafel. Wir machen daraus einen freien Hafen, der keiner Nation Treue schuldet. Unser Hafen Menge laut. Stünde jedem offen, der bereit wäre, gegen Ohr zu kämpfen und uns bei der Verteidigung unserer Gewässer zu helfen. Kobay Marina, Gründer von Löwenstein, 1231 nach Exodus. So. Cassie Hopal. Willkommen. Irgendwie finde ich es schade, Kobay Marina in diesem düsteren Mahnmal verweilt. Verewigt zu sehen, obwohl seine Statue den sinnlosen Zerstörungen der letzten Zeit zum Opfer gefallen ist. Weshalb hat man sie nicht restauriert, so wie den Rest von Löwenstein? Manche Leute waren der Meinung, seine zerstörte Statue wäre eine beeindruckende Erinnerung an die Tragödie, die sich in der Stadt ereignet hat. Es würde zeigen, wie untröstlich unser Gründervater über die Zerstörung der Stadt wäre. Ich denke, er wäre stolz auf den zähen, beugsamer Charakter der Stadt. Wohlgesprochen, vielleicht interessieren euch da auch ihr sein Vermächtnis ehrt. Ja, die Gedenktafel, die ich
für die Bürger Tyrias angebracht habe, um ihnen etwas Wissen über das Leben dieser bemerkenswerten Mannes zu vermitteln. Wie fange ich an? Die erste meiner Gedenktafeln findet ihr gleich hier. Ich fordere euch auf, in Kobors Fußstapfen zu treten und die anderen 11 zu finden, die ich in ganz Tyria verteilt. Ganz Tyria? Das sind Tyria welche verteilt? Nicht in Löwenstadt? Ich bin verwirrt. Ich glaube, das ist nicht richtig, aber okay. Ich habe gerade gesehen, dass ich jetzt wieder ein Pet übersehen habe, aber wir sind ja immer noch in Löwenstein, dann können wir da kurz nochmal vorbeigehen. Ich fliege mal ganz kurz hier rüber, weil ich hier in das. Oder ich fliege nicht rüber. Also jetzt. Ich fliege nicht rüber, weil da eine unsichtbare Wand ist. Okay. Ich fliege da auch nicht rüber, weil da auch eine unsichtbare Wand ist. Okay. Dann. Gehen wir kurz in das Haus, falls wir da rein dürfen. Mein Gott, ich verschluck auch echt alle Wörter heute. Aber wir dürfen nicht rein. Aber ich finde die Türklinken echt cool. Guckt euch mal die an. Mega cool. Sieht schon cool aus. Wenn ich irgendwann reich sein sollte, will ich solche Türöffner-Dinger haben. Das sieht geil aus. Okay, hier ungefähr müsste das Pet sein, das wir noch nicht haben. Ich weiß nicht, ob da wirklich eins ist, zumal wüsste ich nicht wo genau. Aber laut der Map müssten hier... Warte, ich scroll mal näher ran. Huh. Ach so, okay. Also ich nehme mal an, dass das nicht stimmt, weil das hier auf dem Portal drauf ist. Deshalb, ich würde behaupten, dass das nur sagt, dass wenn ich hier durchgehe, dass da dieses Pet rein theoretisch wäre. Und das macht keinen Sinn, warum das hier sein sollte. Vielleicht ist das irgendwie nicht ganz geupdatet und vorher war aus irgendeinem Grund an der gleichen Stelle ein Wolf. Aber es macht keinen Sinn, dass hier ein Wolf sein sollte. Und laut der Map ist hier Wo ist das denn? Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich den Hund schon hatte. Wo ist denn der? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, da. Da. Ein Kreiter-Spürhund müsste hier eigentlich sein. Laut der Karte, aber ich würde einfach mal behaupten, dass das nicht stimmt, weil ich hier in Löwenstein noch nie diese zwei Dinger gesehen habe. Und da wir jetzt fertig mit Löwenstein sind, würde ich sagen, dass es das hier auch für den Part war. Und wir im nächsten Part die Story mal ein bisschen weiterspielen. Bis dann und bye bye!